Hallo und herzlich willkommen zu Peter Felser aktuell, heute aus meinem Wahlkreis im Oberallgäu, direkt aus Kempten mit Thomas Senftleben. Er ist Stadtrat für die AfD in Kempten. Thomas, wo sind wir hier? Wir sind hier in der Riederau und hier wird eines von zwei Asylbewerberheimen gebaut. Das ist ja als Ersatz für das Ankerzentrum, was man angedacht war, gedacht. Jetzt sind wie viele Leute vorgesehen, jeweils in diesen einzelnen Unterkünften? Jeweils 190 Asylbewerber, hier in Kempten West und in Kempten Ost. Was hat man sich darunter vorzustellen? Was wird hier alles gebaut? Was entsteht hier? Hier soll ein Flüchtlingsunterkunft mit einer richtigen Infrastruktur entstehen. Also mit Kindertagesstätte, mit Aufenthaltsraum, mit Mensa, mit Waschraum, mit allem, was man sich vorstellen kann. Mhm. So eine kleine Stadt. Kindertagesstätte habe ich jetzt nicht verstanden. Es handelt sich um Asylbewerber, die schnell in ihr Verfahren kommen und dann ja auch wieder in ihre Heimat dürfen. Richtig, man rechnet hier, dass auch Familien kommen. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, dass es ziemlich viele junge Asylbewerber sind, Männer. Ihr seid ja gewählt worden als Stadtrat, um hier eine Alternative für die Kommunalpolitik auch darzustellen. Welche Emotionen oder welche Gefühle haben hier die Anwohner? Gut, die Anwohner von Ursulasried hier in diesem Stadtteil, die haben natürlich schon sehr große Angst. Erstens mal haben sie deswegen Angst wegen Gewalttaten, die entstehen können, und auch wegen Diebstahl. Ob es das kleine Delikt ist mit Fahrradklau oder sonstiges, ja, aber die haben Angst, die Leute hier. Gut, das muss man ernst nehmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben erscheint. Aber umgekehrt ist ja auch schon geplant, hier so eine Art Zaun zu bauen. Richtig, aber für wen der Zaun natürlich jetzt sein soll, ob das jetzt der Zaun ist für die Ursulasrieder, die nicht rein dürfen, oder für die Flüchtlinge, die nicht raus dürfen? Fragezeichen? Das kommt auf den jeweiligen Standpunkt drauf an. In der Stadt selber entsteht auch nochmal was oder wird auch nochmal investiert? Richtig, ein Amtsgebäude, 2014 wurde das schon mal saniert für Asylbewerber. 6 Jahre waren die drinnen oder 5 Jahre. Und jetzt wird das nochmal neu saniert, also richtig hochaufwendig saniert, wieder für Asylbewerber. Das heißt, da kommen auch wieder 190 Leute unter. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich alles zusammen addiere, habe ich natürlich mehr wie 380 Asylbewerber. Die Stadt sagt ja ganz stolz, wir müssen gar nichts bezahlen, das ist Bezirkssache oder auf einer ganz anderen Ebene. Aber wer zahlt es letztendlich? Letztendlich zahlt es der deutsche Steuerzahler. Nicht nur der Bezirk Schwaben wird dafür einstehen. Kempten, den erwischt es natürlich nicht mit den Kosten, aber der deutsche Steuerzahler muss bezahlen. Thomas, das war ein Ausschnitt von der kommunalen Ebene. Wir in Berlin müssen das aushalten, ausbaden, was Angela Merkel mit ihrer sogenannten Flüchtlingspolitik angerichtet hat. Wir berichten direkt vor Ort. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.